bin ja auch bei einer 10. Wir unterstützen das absolut. Wir haben es von Anfang an unterstützt, dass Erfolgsbefragung zu dem Thema sein soll. Und ich lasse umgekehrt das Argument nicht gelten, dass es 2012 schon eine Befragung zum Murkraftwerk gegeben hat, die war unter ganz anderen Voraussetzungen und Informationsstand. Wichtig ist halt bei einer Befragung, dass wirklich ein neutraler Informationsstand geliefert wird. Ich bin aber der Meinung, dass gerade solche wirklich Großprojekte, die extreme Auswirkungen über Jahrzehnte hinweg haben für die Grazerinnen und Grazer, unbedingt über Volksbefragung und direkte Demokratie abgestimmt werden.